Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gerutscht und das erste Video dieses Jahr ist auch ein neues Format jetzt hier auf YouTube und zwar, wie ihr schon am Titel erkennen könnt, ist es ein Aufgebrauch-Post mit meinen Tops und Flops, wenn es welche gibt. Ab sofort wird es das nämlich nur noch auf YouTube geben. Ich habe es die ganzen letzten Jahre, beziehungsweise seitdem ich blogge, seit 2011, habe ich dazu fast jeden Monat einen Blogpost verfasst. Und das kam immer sehr gut bei euch an, aber ich dachte mir, dass ich das Format jetzt gerne ändern möchte, weil es mir persönlich mehr Spaß macht, beziehungsweise weil ich einfach mehr zu den Produkten erzählen kann, sie besser als kurze Reviews verfassen kann, wenn ich da irgendwie einen Satz auf dem Blog dazu schreibe. Deswegen dachte ich mir, dass wir das jetzt ab sofort auf YouTube machen. Ich bin mir noch nicht sicher, ob wir das dann hier jeden Monat machen, weil die Videos dann wahrscheinlich relativ kurz sind. Oder ich mache das so quartalsweise. Das überlege ich mir noch. Wir starten auf jeden Fall jetzt erstmal mit dem Aufgebrauch-Video für Dezember 2018. Also ich zeige euch, was ich im Dezember so für Produkte aufgebraucht habe. Das ist jetzt nicht allzu viel geworden, wie ich finde. Aber das zeige ich euch jetzt auf jeden Fall mal und ja, werde wie gesagt zu jedem Produkt sagen, wie ich es so gefunden habe. Und wir starten jetzt auch gleich mal direkt und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Das erste Produkt, das ich aufgebraucht habe, sind von Nivea die Micellenreinigungstücher 3 in 1 in diesem süßen Design mit der Giraffe drauf. Ich benutze ehrlich gesagt eher selten Reinigungstücher. Ich kaufe mir die meistens immer, wenn ich weiß, es geht in den Urlaub oder ich bin übers Wochenende irgendwo weg, weil da mag ich es immer nicht so im Hotel, mein Reinigungsöl und sowas mitzunehmen. Das geht dann halt immer einfach schneller. Deswegen kaufe ich mir die eben ab und zu und da mag ich eben die von Nivea am liebsten. Die sind feucht, aber nicht eben zu nass und die entfernen das Make-up auch gründlich. Bei wasserfestem Make-up, da nehme ich dann schon im Nachhinein nochmal irgendwie Micellenwasser jetzt zum Beispiel. Aber ansonsten sind die wirklich gut und die kann ich euch auch sehr empfehlen. Das nächste Produkt, das ich aufgebraucht habe, ist ein PR-Sample und zwar von Tee bei TTZ Hallo Winterpflege Creme Dusche Mandelmilch Pflaume. Die hatte ich in meiner Beauty Press Newsbox. Und oh mein Gott, Leute, ich habe es geliebt. Ich hatte auch einige Nachrichten auf Instagram dazu, dass so viele die richtig toll finden, weil da eben hochwertige Pflegeöle enthalten sind für nachweislich weichere Haut. Und das stimmt auch, weil sobald man sich eben eincremt, fühlt sich die Haut direkt richtig weich und geschmeidig an. Also selbst mein Freund fand das und der Geruch ist halt auch richtig toll. Deswegen muss ich jetzt mal schauen, ob ich mir die nachkaufen werde, weil ich habe eigentlich noch so viele Produkte zum Duschen, aber die ist halt leider limitiert und das ist halt auch ein Winterduft, aber die ist wirklich toll. Also die kann ich euch auch sehr empfehlen. Also wenn ihr irgendwie in nächster Zeit Duschöl, Duschcreme oder sowas braucht, dann schaut euch die unbedingt mal an. Die ist wirklich richtig gut. Als nächstes habe ich mal wieder mein heißgeliebtes Rexona Maximum Protection Deo aufgekauft. Wer mir schon länger folgt oder meine Aufgebrauch-Post liest, der weiß, dass das alle 2 Monate immer mit dabei ist. Ich nutze kein anderes Deo. Das wirkt bei mir einfach am besten. Deswegen kaufe ich es auch immer wieder nach und ein neues ist natürlich auch schon in Benutzung. Als nächstes habe ich ein Trockenshampoo aufgebraucht in Reisegröße und zwar von Batiste, Sassy und Striking Mamba war das jetzt die Duftrichtung. Oder die Sorte sah so aus. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, woher ich das habe. Das habe ich auf jeden Fall mal für Reisen oder so gekauft. Und ja, fand ich an sich sehr gut. Also ich kaufe mir ja immer die Trockenshampoos von Batiste. Die finde ich einfach am besten. Aber so von diesen Duftrichtungen bzw. von diesen Sorten her, da wechsle ich einfach immer wieder. Da habe ich jetzt keinen Favorit. Nachgekauft habe ich auf jeden Fall schon eins. Und zwar so ein neues. Und zwar heißt es Rose Gold oder Rosé Gold. Und das sieht auch so schön aus. Gibt es bei DM. Dann habe ich es doch tatsächlich mal wieder geschafft, Handcremes aufzubrauchen und gleich 2 auf einmal. Das liegt daran, dass ich eine zu Hause benutze und eine auf der Arbeit und die sind dann jetzt halt zeitgleich leer geworden. Und zwar haben wir hier einmal von Beyond aus der Alice im Wunderland Kollektion Fruity Teacup hieß die. Und dann haben wir hier einmal von Apieu aus der Doraemon oder Doraemon, ich weiß mal leider nicht, wie man das ausspricht, Kollektion in Shea Butter Rose. Vom Duft her waren es halt beides sehr florale Düfte. Ich bin ehrlich gesagt eigentlich nicht so dieser Fan von floralen Düften, aber die mochte ich dann doch sehr gerne. Vor allem dieses Fruity Teacup, das hat wie Früchtetee gerochen. Also die mochte ich wirklich sehr gerne. Die habe ich auf der Arbeit aufgebraucht. Und die Rose fand ich okay. Ich mag
Rosendüfte ehrlich gesagt nur bei richtigen Rosen, ansonsten nicht so. Ja, fand ich wie gesagt ganz okay. Von der Pflegewirkung waren beide nur so mittelmäßig. Also wenn man wirklich trockene Hände hat, dann nützen die gar nichts. Aber dadurch, dass ich immer ja sehr gepflegte Hände habe, ja, waren die auf jeden Fall okay bei mir. Dann habe ich hier als nächstes von Apieu aus der Rilakkuma Kollektion das Milk Moist Cleansing Foam ausgebraucht. Das sieht so aus. Das habe ich ehrlich gesagt nur wegen der Verpackung gekauft oder damals bestellt. Da habe ich glaube ich auch noch ein weiteres. Für ein Reinigungsgel oder für so ein Reinigungsprodukt finde ich es okay. Also ich habe es immer morgens unter der Dusche benutzt. Das hat das Gesicht auf jeden Fall gereinigt und es hat sich danach auf jeden Fall sehr sauber angefühlt. Man hat dann so richtig so eine quietschig saubere Haut gehabt, aber ich muss ehrlich sagen, dass ich dieses quietschige Gefühl auf der Gesichtshaut jetzt nicht so mag, aber die Reinigungsprodukte aus Korea sind irgendwie so gut wie alle so, also ich hatte da irgendwie noch keins, was eben nicht so war. Dann habe ich hier so ein paar Masken aufgebraucht, waren jetzt auch nicht so viele, weil irgendwie im Dezember habe ich jetzt nicht so dran gedacht, so Tuchmasken zu verwenden. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht warum. Und zwar haben wir hier von Schäbens eine. Das ist auch ein PR-Sample gewesen. Die Hyaluron Hydrogel Maske Mega Booster. Sofort mehr Feuchtigkeit, polstert von innen auf. Das ist so für die perfekte Passform. Da hat man so zwei Teile gehabt, die man sich dann eben so aufs Gesicht drauf hat. Und das kann man hier sehr gut erkennen. Und die fand ich wirklich gut. Die hat sich perfekt an die Gesichtsform angepasst. Also zumindest an meine. Dadurch, dass es eben zwei Teile waren. Und ansonsten hat sie auf jeden Fall auch meine Haut sehr gut mit Feuchtigkeit versorgt. Also ich mochte die auf jeden Fall sehr gerne und freue mich, dass ich davon auch noch ein Backup habe. Dann habe ich hier ebenfalls von Schäbens die Aktivkohl-Creme-Maske für sanfte Reinigung. Die soll Hautfettgehalt reduzieren, wirkt antibakteriell gegen Hautunreinheiten. Die sieht so aus. Da muss ich ehrlich sagen, dass ich da auch schon bessere Masken hatte. Das ist halt so eine schwarze Maske, die geht nämlich auch sehr schwer ab. Also ich habe da mal ein bisschen für gebraucht. Ja, wie gesagt, die Pflegewirkung ist ganz okay. Also sie reduziert auf jeden Fall den Fettgehalt, das stimmt. Ob sie jetzt die Poren verfeinert, kann ich nicht sagen, also da konnte ich jetzt nicht so viel feststellen, aber ja gut. Also sie ist ganz okay, aber ich finde von Schäbens gibt es auf jeden Fall bessere Masken. Dann haben wir ein Produkt, worüber ich wirklich sehr traurig bin, dass ich es aufgebraucht habe. Und zwar ist das von DHC oder ich weiß nicht, wie man die Marke ausspricht, das Deep Cleansing Oil. Das ist jetzt auch schon mein zweites, was ich aufgebraucht habe. Und zwar war das aus der Disney-Kollektion. Auf dieser Verpackung hier war jetzt Ariel. Und dazu gibt es auch eine Review auf meinem Blog. Die verlinke ich euch gerne in der Infobox. Und ja, dieses Reinigungsöl habe ich in Japan gekauft letztes Jahr. Und wie gesagt, das ist jetzt auch mein zweites, was ich schon aufgebraucht habe. Und da bin ich echt traurig, dass ich mir da nicht sogar noch mehr Flaschen davon gekauft habe. Weil ich fand es nämlich wirklich richtig gut. Man kriegt es auch bei Amazon, aber da weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wie teuer das da ist. Muss ich mal nachschauen, weil ich würde es mir eigentlich schon gerne nachkaufen, weil es ist wirklich gut gewesen. Ich muss sagen, dass ich diesen Monat echt einiges an asiatischen, koreanischen, japanischen Produkten aufgebraucht habe, was jetzt aber irgendwie nicht beabsichtigt war. Aber wir haben hier mal wieder von Laneige die Gelcreme aus der Waterbank-Reihe. Die habe ich jetzt in den letzten Monaten schon öfters in meinen Aufgebrauch-Post gezeigt. Das war jetzt aber auch die letzte Tube. Ich hatte dann nämlich mehrere von diesen Reisegrößen, weil ich die als Goodie letztes Jahr in Korea mit dazu bekommen habe. Und ich habe mir ja in Thailand einige Produkte von Laneige gekauft, unter anderem das Serum, die Emulsion und sowas. Aber ja, die Gelcreme leider nicht und das bereue ich schon sehr, weil ich finde die richtig gut. Das Einzige, was mich davon abgehalten hat, war, dass es die Creme in Originalgröße nur in einem Teal gibt und das mag ich eben leider nicht so gerne. Aber ich denke, dass wenn ich wieder dieses Jahr, weiß ich nicht, ob ich nach Asien komme, aber wenn ich wieder auf jeden Fall nach Asien komme und es da Laneige gibt, dann werde ich mir die Creme auf jeden Fall als Full-Size kaufen. Und das nächste Produkt, das ist ebenfalls aus Korea und das ist schon so alt, aber das war jetzt nicht kaputt oder so. Und zwar habe ich mir das bereits 2015, als ich das erste Mal in Korea war, gekauft. Und zwar ist das von Nivea Lovely Lips P
Pink Smoothie heißt das. Und zwar ist das hier so eine Lippenpflege in so einem Design. Also in Deutschland gibt es das, glaube ich, nicht so viel, ich weiß. Und die fand ich halt auch richtig gut. Und wie gesagt, habe ich aufgebraucht. Hat halt die Lippen sehr gut gepflegt und auch so ganz leicht in so einem Rosé-Rot getönt. Und das hat mir halt wirklich unglaublich gut gefallen. Die letzten Produkte, die ich euch nur noch zeige, sind dekorative Kosmetik. Schaffe ich tatsächlich auch mal aufzubrauchen. Und zwar ebenfalls wieder ein koreanisches Produkt. Und zwar ist das von Tolly Moly, das Cat's Wing oder Cat Wing Powder. Ich weiß jetzt den Namen nicht genau. Und dazu gibt es aber auch eine Review auf dem Blog. Verlinke ich euch auch wieder in der Infobox. Und hier ist natürlich schon alleine das Design so schön. Das Puder an sich finde ich auch richtig gut. Das mattiert nämlich sehr gut und es hält auch lange an. Ich habe jetzt hier die Farbe Nummer 2. Wie genau die heißt, weiß ich jetzt nicht, weil hier hinten steht alles nur auf Koreanisch. Aber in meinem Blogpost steht es auf jeden Fall drinnen. Und ja, das werde ich mir auf jeden Fall auch wieder nachkaufen, sobald ich die Möglichkeit dazu habe. Das vorletzte Produkt, ebenfalls wieder ein asiatisches, und zwar aus Japan. Das habe ich mir letztes Jahr gekauft, als ich in Tokio war, und zwar von It's Demo aus der Pokémon Kollektion. Ein Eyeliner. Sieht so aus, als in so einem Metallic Rosé, und dann sind da so noch so Pokémon drauf. Und das Besondere an den japanischen Eyelinern ist ja diese ganz, ganz dünne, ja, Kalligrafie-Spitze, kann man ja schon sagen. Und ich nutze diese Eyeliner ja ausschließlich. Ich benutze nichts anderes mehr, weil es für mich einfach die besten Eyeliner sind zum Lidstrich ziehen und eben um so einen Wing zu ziehen. Damit komme ich einfach am besten zurecht. Ich wechsle da immer von den Marken her ab, aber ich habe da natürlich so meine Favoriten. Und bei diesem, muss ich leider sagen, fand ich leider nicht so gut. Weil die Spitze war sehr flexibel und hat sich halt sehr schnell so durchgebogen, wenn man das sagen kann. Und ich konnte mit der halt einfach nicht so gut arbeiten, also zumindest was halt eben den Wing angeht. Von It's Demo würde ich mir die jetzt eben nicht mehr nachkaufen. Und das letzte Produkt, was ich schlussendlich aufgebraucht habe, ist ausnahmsweise mal ein deutsches Produkt, und zwar von L'Oreal, ebenfalls ein PR-Sample gewesen, die Unlimited Mascara. Das ist ja die Mascara mit dem Knick. Dazu findet ihr auch eine Review auf dem Blog. Die finde ich ganz gut. Also ich mochte sie sehr gerne. Die hat auf jeden Fall ein Gummibürstchen. Und das Besondere halt an ihr ist, dass man sie knicken kann. Das ist meiner Meinung nach nur Spielerei. Ich habe es nicht benutzt, aber an sich mochte ich die Mascara wirklich sehr gerne. Sie hat verlängert, sie hat Volumen gegeben. Sie hat den Wimpern auch einen guten Schwung gegeben. Aber ich glaube, sie war relativ schnell leer, dadurch, dass es eben so ein bauchiger Behälter ist, kommt man wahrscheinlich nicht an das ganze Produkt heran. Ja, wie gesagt, also wenn sie jetzt nicht diese bauchige Form hätte, würde ich sie mir wahrscheinlich sogar nachkaufen, aber sie war halt, wie gesagt, relativ schnell aufgebraucht. Und ja, aber an sich schon eine sehr gute Mascara. So, und das war es jetzt auch schon mit meinem Aufgebraucht-Post. Also insgesamt waren ja, muss ich sagen, eigentlich mehr Tops mit dabei als Flops. Also so als wirklichen Flop würde ich eigentlich fast nichts betiteln, bis vielleicht auf den Eyeliner von It's Demo. Also er war an sich gut, aber wie gesagt, ich bin jetzt nicht so gut damit zurechtgekommen, dadurch, dass ich damit keinen Wing ziehen konnte. Aber ansonsten war eigentlich kein wirklicher Flop mit dabei, was ich euch so gar nicht empfehlen kann. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und euch gefällt das neue Format. Mich würde interessieren, wenn ihr die Blogposts gemocht habt, ob ihr das jetzt gut findet, dass ich jetzt das in Videoform mache oder halt eben nicht. Lasst es mich doch gerne wissen. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss!